Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Psyhawk. Und erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, Freunde, wie ihr schon sehen könnt, spielen wir heute mal eine Runde Skywars. Und heute mal nicht alleine, und zwar mit dem lieben Blazecraft. Hi. Hi, warum hast so motiviert? Noch, Equipment irgendwie? Ich hab noch ein bisschen was. Brauche, ja, da kannst du mir gerne was geben. Okay, warte, hier. Leg's einfach unten hin, ich komm dann gleich runter. Okay. So. Und Freunde, heute wollte ich mal was ganz Besonderes ansprechen, und zwar eine Real-Life-Story. Wobei ich sagen muss, dass diese Real-Life-Story jetzt nicht irgendwas Erfreuliches ist. Es ist eine kleine, tragische Sache, die mir passiert ist. Also mir und meinen Freunden. Ich glaube, alle meine Freunde werden jetzt schon wissen, was genau gemeint ist. Und der liebe Blaze auch. Psyok, ja. Und ja, Freunde, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich glaube, ich fange einfach an. Also vorab, Freunde, damit ihr es wisst, ich bin kein Typ, der irgendwie feiern mag oder sowas, oder allgemein so Alkohol, also ich trinke gar nicht, ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen, also logischerweise solltet ihr eigentlich auch alles nicht tun, da ist meiner Meinung nach irgendwie halt, ja, den Körper schadet und so weiter. Ich will es aber auch nicht im Moralapostel raushängen lassen. Auf jeden Fall waren da meine Freunde, also ich und meine Freunde haben eine LAN-Party gemacht, und zwei Freunde von mir waren dann halt feiern. Und der eine hat dann halt ein bisschen nicht aufgepasst. Der hat gedacht, er könnte ein bisschen mehr vertragen, als er es eigentlich dann doch getan hat. Das heißt, er war im Endeffekt dann, ja, okay. Der ist dann erstmal weg. Der war dann im Endeffekt einfach stockbesoffen. Ja, er konnte sich zwar noch bewegen, der konnte reden und so weiter, aber der war halt nicht irgendwie so im Klaren. Und der konnte halt so auf keinen Fall nach Hause gehen. Auf jeden Fall. Oh, wow, was passiert denn da jetzt? Der ist wieder zu uns gegangen. Der ist zu uns gelaufen, auf, der Boy. Ich hab keine Blöcke, Mann. Das ist scheiße, Mann. Ja, warte hier. Upp, dankeschön. Der hat dann halt nicht aufgepasst. Und war wirklich die ganze Zeit irgendwie in der Ecke. Da muss ich nebenbei nochmal sagen, der hat die Lochis angespuckt. Ja, ich wohne ja in Köln. Und die Lochis waren an diesem Tag halt auch feiern. Und dann hat er die einfach mal eiskalt angespuckt. Schmeißt du mir die ganze Dingens runter? Ich schmeiß dir gar nichts runter. Ich bin gerade am Kämpfen. Ja, okay. Aber pass auf, nicht, dass der auf dich raufspringt. Naja, baut sich hoch. Das ist der. Lass ihn lieber, der will einfach nur abfacken. Ich dachte die ganze Zeit, das wärst du. Ich dachte, warum gehen wir da hoch? Ja, so, und ich habe ja gerade eben gesagt, dass er die Lochis angespuckt hat. Außerdem ist er noch irgendeinem Typ mit Dreadlocks hinterhergelaufen, hat die ganze Zeit Unge geschrien. Und als der dann dem kein Autogramm geben wollte, meinte der irgendwie, dass Unge abgehoben ist. Ich weiß auch nicht, was da los war. Nein, pass auf. Komm. Okay, komm, die holen wir uns. Nein, ich habe zwei Herzen, was mache ich hier? Warte. Nice, geh weg. Halbes Herz. Ja, geh weg. Komm. Nice. Oh, nice. Gut. Alter, war das knapp. Ja, das war... Egal, zum Glück bist du weil besser ich. Hier ist ein Goldapfel. Ich. Nice, dankeschön. Auch wenn ich nur zwei Herzen habe. Oh, das ist lieb von dir. Und ja, auf jeden Fall haben wir, ich habe ja schon gesagt, wir haben nebenbei eine LAN-Party geschmissen. Und dann haben wir halt einen anderen Freund angerufen, weil der war ja halt mit zwei Leuten feiern. Und haben halt gesagt, ja, kommst du mal rüber, bringst du den mal halt zu uns, weil wir könnten den halt so nicht nach Hause lassen. Und dann meinte der dann halt einfach eiskalt. Also das hat mich dann irgendwie echt geschockt, weil wir kannten den sehr lange, ungefähr 10 Jahre, 12 Jahre, ich weiß gerade selber nicht. Aber mindestens 10 Jahre waren das dann doch schon. Und man einfach, keiner von uns hat eigentlich erwartet, dass der sowas abzieht. Und der meinte dann einfach zu uns, nee, ich will weiter feiern. Ich gebe doch keine 20 Euro aus zum Feiern, damit ich dann hier wieder nach Hause gehen kann und ihn nach Hause bringe. Also, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas findet. Es ist meiner Meinung nach sehr dreist. Und ich will jetzt auch nicht wirklich so hier ein Hate-Video gegen ihn machen. Ich hatte einfach keine Ahnung, was ich sonst aufnehmen soll. Und hab dann einfach jetzt hier zusammen mit dem Blaze eine kleine Real-Life-Story erzählt. Und ja, Blaze, erzähl mal, was findest denn du oder so? Also, wie findest du das denn? Naja... Also ich sag mal, boah, keine Ahnung, was ich im Moment gesagt hätte, aber naja, wenn er wirklich feiern will, weil vielleicht geht ihm das ja echt nichts an. Oh fuck, warte, ich helf dir. Okay. Kriegst du den? Nein, warte, ich helf dir. Nice. Haben wir gewonnen? Nein, wir haben gewonnen. Mir fällt auf, ich habe die ganze Zeit mit dem scheiß Steinschwert gekämpft. Ja, ist doch egal. Ja, egal, wir haben gewonnen. Ein Kill, der Blaze hat alles andere gemacht. Nice. So, Freunde, wir sind jetzt eigentlich auch schon in der nächsten Runde. Also, ich habe jetzt einfach meine Runde QSG hinten dran gehangen. Und wir sind doch beim Fazit stehen geblieben, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, also, was ich da gesagt hätte. Ja, was hättest denn du also da gesagt? Also, ich hätte ihm wirklich geholfen, aber... Naja, wenn er sich selber so voll sifft, dann hat er auf jeden Fall eigentlich eigene Schuld. Natürlich hat er eigene Schuld, aber... Oh, Alter, hier ist er damit. Aber keine Ahnung, es ist so 50-50, ob ich auch da geblieben wäre oder
ob ich ihm geholfen hätte. Also meiner Meinung nach ist das halt eher ein bisschen falsch, wenn man jetzt wirklich einfach sagt, nee, ich will mit anderen Freunden feiern, weil der war halt mit seiner Mannschaft auch noch da. Ist meiner Meinung nach ein bisschen komisch. Also, ich will jetzt auch nicht irgendwen beeinflussen. Schreibt einfach mal selber eure eigene Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr denn da so sagt. Also ich muss sagen, ich hätte das gemacht, wenn der auch schon mal sowas richtig Krasses für mich getan hätte. Dann hätte ich das auch für ihn gemacht. Aber ja, wenn er nichts für mich gemacht hätte, dann hätte ich auch nichts für ihn gemacht. Das ist das Karma, was beim Blaze spielt. Ja, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Was war denn das gerade, Alter? Ja, Freunde, ich bin gerade ein bisschen trocken im Mund, weil ich nichts zu trinken habe. Auf jeden Fall... war es jetzt mit dem Video. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und ja, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schaut dringend bei dem Blaze vorbei. Das ist ein sehr guter Kumpel von mir. Also vorbeischauen, lasst ein Abo da, schreibt mir mal ein paar Kommentare von mir, also Grüße von Psyok oder sowas. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, Freunde. Euer Psyok. Tschüss.